Hallo aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei Regio TV. Die politische Sommerpause ist vorüber und auch die Klausurtagungen der Parteien sind abgeschlossen. Dabei bleibt das Schwerpunktthema Asylpolitik weiterhin stark diskutiert. Wie soll es denn da weitergehen? Aus unserer Sicht wären erste Schritte einmal eine gerechte Verteilung der Asylbewerber. Und wir wollen auch viel mehr Geld vor Ort, dass die Ehrenamtlichen vor Ort noch besser unterstützt werden können in ihrem ehrenamtlichen Engagement. Ganz entscheidend als erster Schritt ist für uns die Beschleunigung des Asylverfahrens. Es kann nicht angehen, dass Asylbewerber 2, manchmal 3 Jahre auf eine Entscheidung warten. Wir müssen jetzt sehr schnell diese Flüchtlingsströme stoppen, eindämmen. Wir können es so nicht mehr schaffen. Wir fordern, dass Schengen und Dublin wieder beachtet werden, dass die anderen europäischen Länder hier ihrer Verpflichtung nachkommen, sie ihre EU-Außengrenzen schützen. Wir müssen auch alles unternehmen, um den Asylmissbrauch zu verhindern. Das heißt, Bargeldleistungen, die momentan gewährt werden, wieder zurückzuführen auf Sachleistungen. Besonders in diesen Tagen ist das Ehrenamt extrem wichtig. Nur durch tausende Freiwillige kann den Flüchtlingen wirklich geholfen werden. Deshalb will man nun das Ehrenamt auch verfassungsgemäß stärken. Eine Stiftung soll für frisches Geld sorgen. Es soll attraktive Preise für bürgerliches Engagement geben. Die Ehrenamtskarte soll außerdem wertiger werden und ein Landesbeirat soll dafür sorgen, dass die Hilfsbereitschaft auch weiter andauert. Wir versuchen durch Ehrenamtskarte, durch Bayerischen Ehrenamtspreis, aber eben auch durch viele Empfänge, durch Anerkennung, durch Wertschätzung, die wir eben auch bei Besuchen vermitteln, zu sagen, wie wichtig es ist, dass man sich im Ehrenamt engagiert, auch junge Leute neu ins Ehrenamt gehen. Was wir jetzt allerdings nicht brauchen, ist ein Gesetz, das nur neue Bürokratie schafft, hauptamtliche Stellen schafft. Das brauchen wir hier absolut nicht, sondern wir brauchen weiterhin diesen Weg. Unsere Ehrenamtlichen leisten 710 Millionen Arbeitsstunden im Jahr. Und ein Landesbeirat wäre jetzt eine ausgezeichnete Möglichkeit gewesen, hier dem Ehrenamt eine Stimme zu verleihen. Das wäre zum einen Anerkennung gewesen und gleichzeitig auch eine verstärkte Möglichkeit der Mitsprache. Vor wenigen Minuten wurde das Ganze jetzt im Parlament abgelehnt. Damit wurde aus meiner Sicht eine wichtige Chance vertan. Soweit das Aktuellste aus dem Bayerischen Landtag. Am 9. Oktober übrigens will das Kabinett in einer Sondersitzung über die Integration von Flüchtlingen und eine Zuzugsbegrenzung beraten. Wir sehen uns wieder mit Plenum TV in 2 Wochen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt noch gute Unterhaltung bei Regio TV.